Unsere Reise zu den leckersten Gerichten der Welt beginnt heute in Israel. Vielfalt, Farben und verführerische Düfte. Absolut traumhaft hier. Mensch, das ist hier der Karmelmarkt in Tel Aviv. Und ich sag euch eines, jetzt weiß ich, warum man in Israel sagt, das ist das Land, wo Milch und Honig fließt. Und lecker Fleisch gibt es natürlich auch. Frische kleine Kebabbällchen. Sehr lecker. Herrlich. Mit Hummus. Immer herrlich. Macht das bitte nicht nach. Zieht euch nicht eine Kochjacke an und rennt hier über den Markt und dann denkt ihr, ihr kriegt überall was zu essen. Das kriegt nur der Hoffmann. Irgendwie alles Käse hier. Aber ob der auch schmeckt? Der Vater futtert sich hier immer wieder durch. Das schmeckt gut. Nimm ruhig ein größeres Stückchen. Schmeckt, ne? Lecker? Gut. Ja, macht nichts. Ist Ziegenkäse. Meh. Okay, I like me. Und I like die Menschen hier, die sind jo top. Aber ich hab jetzt einen besonderen Termin beim Koch-Doc. Tja, Freunde, da sind wir richtig. Das ist mein Kollege, wa? Und der nennt sich Dr. Shakshuka. Und er macht angeblich das beste Shakshuka von der Welt. Ob das so ist, das finden wir jetzt heraus. Shakshuka gilt als das Nationalgericht Israels. Die wichtigsten Zutaten, Tomaten und Eier. Ja, du siehst aus wie der da draußen. You look like the guy in front. Das stimmt. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. And you're doctor? Ich bin Dr. Shakshuka. Shakshuka. Kennst du Shakshuka? All das hier. Das ist alles, was wir dazu brauchen. Lass uns doch nicht so viel reden. Wir wollen jetzt hier was kochen, oder? Nur deshalb bin ich ja schließlich 3.500 Kilometer hierher geflogen. Ich mag das richtig schön scharf. Je mehr Chilischoten, desto besser. Ich weiß nicht, was er da kocht. Ich hab's noch nie gegessen. Aber er scheint es öfter zu essen. Eine Million Mal. Lecker. Und Knoblauch mag ich übrigens auch. Ach komm, noch eine. Too much. Muss wieder raus. Ah, da ist ja ganz genau. Lamm und Rindfleisch zusammen. Anif. Und Anis. Rein damit ins Pfännchen. Und jetzt kommt die Hauptzutat. Tomaten. Viele Tomaten. Noch mehr. Mehr? Ja, klar. Sicher? Ja, ganz sicher. Na gut, wenn Dr. Shakshuka das so haben will, bekommt er es auch. Und weiter geht's mit Tomaten. Das ist aber nicht scharf hier. Da kannst du mit nach Laramie reiten. Oder in den Sinai. Weißt du, bei uns in der Küche machen wir das mit dem Hobel. Na, du machst das hier zack, zack, zack. Hin und her. Rock'n'Roll. Der schnibbelt den Salat, als würde er den ganzen Tag nichts anderes machen. Noch ein bisschen Zitronensaft drüber und jetzt wird's chili scharf. Mehr. Ja, ich mach doch schon, Doktor. Meine Güte, wir haben doch hier keinen Notfall. Was macht er denn für einen Stress hier? Ich wollte doch gemütlich was kochen. Und jetzt sollen da auch noch 35 Eier rein. Wahnsinn. Fast fertig, die Tomaten-Eierpampe. Ich freue mich drauf. Ordentlich Eier, Vitamine, Proteine. Eier. Wunderbar. Mensch, hab ich einen Hunger. Gegessen wird Shakshuka mit einem Stück Brot und natürlich mit der Hand. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier schmeckt. Lecker? Nee. Das ist perfekt. Shakshuka essen die hier schon zum Frühstück. Das gibt ordentlich Tinte. Naja, ihr wisst schon, ich könnte mir keinen besseren Start für meine Reise vorstellen. Dann geht's jetzt ab in die heilige Stadt Jerusalem. Hier begegnen sich viele Kulturen der Antike und der Moderne. Ein Stopp an der Klagemauer lohnt sich. Obwohl ich ja noch nichts zu beklagen habe. Ob sich das ändert?
da sind wir richtig bei Papa Schukri. Und der soll angeblich das beste Hummus von ganz Jerusalem machen. Da müssen wir rein. Excuse me. Das Restaurant Abu Schukri liegt im muslimischen Teil der Stadt. Der Kaufmann-Abenteuer leben täglich. Und ich möchte wissen, dein absolutes Geheimrezept von Hummus. Schon Fadis Großvater war dafür berühmt. Hier sind wir in der Geheimküche von Hummus. Okay, was haben wir hier? Kichererbsen. Wir weichen die Kichererbsen über Nacht ein. Morgens lassen wir sie mit Natron über Feuer aufkochen. Denn jetzt gibt's Mitschematsche im Mörser. Knoblauch, grüne Chili und Petersilie noch dazu. Mitschematsche, Mitschematsche und ganz wichtig, Tahina, Sesampaste. Warum ist dein Hummus das Beste? Es kommt von Herzen, ob für Familie oder Gäste. Freunde, das ist ganz schön viel Arbeit. Hast du manchmal Albträume von Hummus? Nein, nur von meinen Gästen. Gut, dass auch der Papa noch mithilft. Jetzt hab ich aber Hunger. Das sind hier keine Ping-Pong-Bälle und keine Golfbälle. Das ist Falafel, aber Falafel hat der Hoffmann nicht gemacht. Der Hoffmann hat Hummus gemacht. Und das probieren wir jetzt mal. Denn in Israel kriegst du Hummus praktisch zu jeder Mahlzeit. Schön cremig ist es schon mal. Das schmeckt ausgezeichnet. Und für die, die da mal vegetarisch essen wollen, in Kichererbsen ist genauso viel Protein drin wie in einem Steak. Jerusalems Altstadt ist in ein jüdisches, ein muslimisches, ein armenisches und in ein christliches Viertel aufgeteilt. Ein Muss dort die Grabeskirche. Da bitte ich mal schnell um Beistand, denn jetzt muss ich ran an den Herd. Tja, hier sind wir richtig. Das ist das Restaurant Machne Yehuda in Jerusalem. Und da gibt's den Urio, mit dem soll ich was kochen. Was, wie, wo, ich weiß es nicht. Gemütlich und urig hat's der Uri. Dass es hier lecker ist, erkenne ich auf den ersten Blick. Hi. Hi, vertraue keinem schlanken Koch. Niemals. My name is Dirk. Ich bin Uri. Darf ich zu dir kommen? Ja klar, komm rüber. Be my guest. Uri steckt mitten in den Vorbereitungen. Doch damit ist jetzt Schluss. Ich habe gehört, wir kochen heute zusammen. Ja, aber vorher sollten wir noch auf dem Markt was Frisches einkaufen. Wir können schon auf den Markt gehen, aber ich habe keine Moneten. Ja, das kriegen wir schon hin. Ein Kollege nach meinem Geschmack. Uri kauft jeden Tag frisch seine Zutaten ein. Wir besuchen jetzt einen Tahina-Stand. Ah, Tahini. Hier gibt's die Sesampaste in über 20 Geschmacksrichtungen. Die Sesamkörner werden zwischen den Steinen gemahlen und heraus kommt die Paste. Das klingt ja einfach. Gibt es überhaupt ein Gericht in Israel ohne Tahina? Tahina ist in Israel wie Ketchup im Rest der Welt. Wir essen es zu allem. Sesamkörner gemahlen, 60% mit Schale, 40% ohne. Und dann kommt das Ding hier unten raus. Und wenn ihr das jeden Tag esst, wie mein Freund Josef, macht ihr mindestens 5 Kinder. Wir kaufen nichts ohne zu probieren, wie Arak, den typischen Anischnaps. Das sind frische Mandeln. Die kann man mit Schale essen. Absoluter Hammer. Ein bisschen säuerlich. Mandelgeschmack ist auch da. Aber wir brauchen noch Fisch. Und den gibt's natürlich frisch aus dem Mittelmeer, direkt um die Ecke. So, mein Freund, jetzt übernehmen wir hier mal die Fischbude. Jawohl, frischen Fisch hier. Heute alles im Sonderangebot. Für mich sogar ganz umsonst. Sollen wir erstmal ein bisschen was essen? Der klaut jetzt hier den frischen Thunfisch. Ihr werdet es nicht glauben. Den kann man wunderbar roh essen. Der Inhaber steht da rechts. Der kriegt das gar nicht mit. Wir futtern dem hier mal eben den Thunfisch weg. Lecker ist der, der kommt mit. Dazu noch eine dicke Dorade und ratzfatz zurück ins Restaurant. Jetzt bin ich aber gespannt. Was machen wir jetzt? Wir machen ein Sashimi aus rotem Thunfisch. Danach kommt die ganze Dorade in den Ofen. Ich bereite dann schon mal das Sashimi vor, während sich Kollege Uri um das Dorädchen kümmert. You know what's the nicest part? Weißt du, was das Beste an der Arbeit in der Küche ist? Das Beste ist, dass man immer was zu essen hat. Sieht schon verdammt lecker aus, aber da fehlt noch was.
Jetzt muss hier noch Butter rein. Wir sind in Israel. Wir nehmen Olivenöl. Nur in Düsseldorf nimmt man Butter. Yes. Für den Vater gibt's heute keine Butter. Dafür tobe ich mich jetzt etwas am Sashimi aus. Und was darf nicht fehlen? Genau ein paar Blümchen. Das sind Stiefmütterchen und die kannst du essen. Erzähl das nicht deinen Gästen, die essen dir sonst die Blumen hier weg. Noch etwas Zitronensaft und fertig ist der Lack. Ori macht noch ein bisschen Showcooking, Star kocht eben und bereitet das Gemüsesößchen für die Dorade zu. Da bin ich aber jetzt mal gespannt. Sehr toll, nicht verkocht. Der Ori hat's einfach drauf, das schmeckt. Super lecker. Bin ich eingestellt? Klar, morgen um 8. Morgen um 8 Uhr darf ich anfangen, weil hier mein Kollege ist super zufrieden. Das schmeckt sowas von toll. Ori, mein Freund, ich würde ja noch bleiben, aber Israel hat ja noch so viel zu bieten. Und von diesem See hat bestimmt jeder schon mal gehört. Tja, der Hoffmann hier im Norden von Israel, am See Genezareth. Und ich werde nicht über Wasser laufen. Nein, ich besuche hier das älteste Kibbutz von Israel, Degania. 1910 und damit bereits lange vor der israelischen Staatsgründung 1948 wurde diese Gemeinschaftssiedlung gegründet. Hello. Hi. Nice to meet you. Pleased to meet you. My name is Dirk. My name is Odette. Odette, was machen wir hier? Erstmal einkaufen. Einkaufen für was? Wir machen erstmal einen Salat. Und dafür brauchen wir natürlich ein leckeres Öl. Das produzieren sie hier im Kibbutz alles selbst. Sehr lecker. Okay. Da nehme ich noch ein Fläschchen von mit nachher. Ne? Klar. Alles hier aus eigenem Anbau. Und jetzt bezahlen wir. Quatsch, wir bezahlen nicht. Wir sind in einem Kibbutz. Das ist ja interessant. Ich glaube, ich ziehe her. Ursprünglich gab es im Kibbutz nur Gemeinschaftseigentum. Alle arbeiteten zusammen und produzierten alles, was sie zum Leben brauchten. Ganz so einfach ist das nicht mehr. Zwar versorgen sich die 600 Menschen, die in Degania leben, zum größten Teil selbst, aber viele arbeiten auch außerhalb, müssen ganz normal Miete zahlen und natürlich auch ihr Essen, wenn Odette für sie kocht. Das ist dein Restaurant? Ganz genau. Ab in die Küche. Was haben wir denn hier? Das sind Datteln. Ja. Ich habe die schon so oft probiert. Ganz ehrlich, ich mag die Dinger nicht. Die schmecken nur süß und sind ein bisschen mehlig im Mund. Und ach, hör doch auf jetzt. Rein damit. Schmeckt wie ein süß gewordenes Kartoffelpüree. Für euch esse ich alles. Viel Öl war ja schließlich umsonst. Stopp! Du hast viel gesagt. Das wird eine leckere Vinaigrette für den Salat. Brunnenkresse. Kann man hier, genau, wie schnell der lernt. Sag mal, Brunnenkresse. Brunnenkresse. Ja, genau. Wunderbar. Salat und Orangen sind mal richtig schön frisch. Kommen auch hier vom Kibbutz. Der braucht eigentlich nur da draußen rumzulaufen. Pick, 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 ein paar Orangen, macht ein bisschen Kräuter aus dem Feld, holt sich die Datteln hier aus der Tiefkühltruhe, Datteln, und dann macht er hier alles fertig. Habe ich recht? Ja. Was soll Odette auch anders sagen? Versteht mich ja nicht. Ja, komm, zack. Es ist fertig. Ein frischer Salat mit Orangen, Datteln und Pinienkernen. Und mit Blöcker. Was macht er jetzt? Lammkoteletts und Pilzrisotto. Du machst das Risotto, nicht die Koteletts. Wenn ich was falsch mache, schmeiß mich einfach aus der Küche. Aber ihr wisst ja, mit Fleisch kann der Vater. Massage, Massage, Massage. So, jetzt die Dinger auf dem Grill. No, warte. Was willst du denn jetzt? Ah, Thymian. Na gut. Dann das Kraut da eben auch noch drauf. Aber jetzt kommen die leckeren Dinger endlich auf den Grill. Wenn ihr grillt, bitte nicht ständig drehen, 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 drehen. Da werden die Dinger furztrocken. Einmal richtig scharf angrillen, dann drehen. Richtig? Richtig. Danke sehr. Odette hat sein Risotto erstaunlich schnell zubereitet. Mein Lamm ist auch fertig. Jetzt guckt euch das mal an. Das hier ist Sterneküche, mein Freund. Das sieht ausgezeichnet aus, aber jetzt müssen wir das probieren.
Das Lammkotelett ist zart wie Butter und ich mag meh. Ist das deine Spezialität, to do lamb chops? Yes. Ja? Das kannst du sehr gut. Und ich glaube sogar ohne meine Hilfe. Ich mache mich auf den Weg zurück nach Tel Aviv. In der Küstenstadt vibriert das Leben. Und das inspiriert meine nächsten Kollegen, Israels bekanntesten TV-Koch. Freunde, und hier ein ganz harter Hund, der ist Richter in einer Kochshow hier in Israel. Und den darf ich heute besuchen. Kommt mit. Jetzt sieht der Laden schon mal aus. Da ist er doch schon. Hi. Hello. Wie geht's? Wie heißt du? Eyal Shani. Eyal, we have a song. Da haben wir doch ein Lied bei uns zu Hause im Rheinland. Scheißegal, ob du ein Huhn bist oder ein Hahn. Eyal, was machen wir heute? Ein Minutensteak. Das sind verschiedene Ebenen von dünnen Entrecote-Scheiben. Die stapeln wir übereinander und das erzeugt Vibrationen, die dann in deinem Mund... Ja, in meinem Mund läuft schon alles. Du spürst ein vibrierendes Steak, das du so noch nie gegessen hast. Wart's ab. Hört sich wunderbar an. Darf ich auch was machen? Nein, schau einfach nur zu. Ich gucke. Ich muss ja auch nicht immer was tun. Schaut euch das mal an. Das ist eine Tomate aus Israel. Der hat die angeschnitten. Die ganze Küche riecht nach Tomate. Die beste Tomate, die du jemals hattest. Glaube ich dir. Verrückter Vogel, dieser Eyal. Aber er scheint zu wissen, was er da tut. Du brätst mit Olivenöl? Ja, nur mit Olivenöl. Er brät die Steaks in Olivenöl. Also, das geht. Und das nennst du ein Steak? Ja, ein Minutensteak. Schaut euch das an. It's almost like carpaccio. Die dünnen Rindfleischscheiben brät Eyal nur ganz kurz von jeder Seite an. Oh, das riecht herrlich. Ob es wohl auch so herrlich schmeckt. Als Grundlage dient natürlich Tahina. Darauf kommen dann die dünnen Minutensteaks und obendrauf garniert Eyal das Ganze mit seinem Tomaten-Peperoni-Tartar. Was ist das Besondere an israelischer Küche? In den letzten 30 Jahren mache ich eine Küche, die aufbaut auf dem Geist, der Atmosphäre, den Vibrations und der Energie der Israelis. Und dann hat das Ganze für dich Vibration. Vibration, yeah. Aber jetzt möchte ich diese Vibrations auch endlich mal selbst spüren. Mensch, dieser Eyal, was für ein Typ. Ich habe immer gedacht, ich könnte viel erzählen. Der redet ja wie ein Wasserfall, aber kochen kann er auch. Dieses wunderbare, saftige Minutensteak mit diesen frischen Tomaten, den Peperoni und da drunten diese Sesampaste, richtig geil. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun, mitten in Tel Aviv. Mann, Freunde, hier fast 40 Grad im Schatten. Und was macht man, wenn das so richtig schön heiß ist? Man isst ein lecker Eis. Und zwar im beliebtesten Eisladen der Stadt, betrieben von einem jüdischen und einem muslimischen Freund. Hallo. Hallo, ich suche Adam. Hi. Oh, du bist Adam. Ich dachte, du wärst ein alter, reicher Mann, aber du bist ein netter, junger... Ein junger, freundlicher Mann. We're supposed to do some ice cream. Wir machen Eis. Und dafür müssen wir uns erstmal schick machen. Ach, da hat er schon was vorbereitet. You prepared something. Das ist, was wir brauchen, um dein... Denn das ist jetzt spannend. Wir machen ein Pistazien-Sorbet. Normalerweise macht man das aus Früchten. Aber du machst es aus Pistazien. Pistachio. Ja, genau. Es gibt viele Veganer in Israel. Ja. Ja, in Deutschland auch. Deshalb verzichtet Adam gerne auf Milchprodukte. Versuch genau zu sein. Nein, zu viel. Okay, Boss. Der ist total seriös. Guckt euch den mal an hier. Wenn ich hier was falsch mache, krieg ich was vor die Backen. Die verschiedenen Zutaten werden zusammen erhitzt. Jetzt wird hier scharf geschossen. Ja, das ist immer mal eine Prängel. Am Kommen! Ordentlich verrühren und die ganzen Pistazien etwas klein hacken. Mein großes Talent? Ich bin ein guter Nussknacker. Ja, das stimmt.
Jetzt kommt der ganze Schladderadatz in die große Eismaschine und circa 5 Minuten später haben wir bereits das fertige Sorbet. Heil! Heute gibt es Eiscreme umsonst. Das freut natürlich jung und alt, wenn der Hoffmann Eis verteilt. Das habe ich selbst gemacht, zum ersten Mal in Israel. Ich bin jetzt extra aus Deutschland gekommen. Aber selbst probieren möchte ich natürlich auch. Okay. Du probierst zuerst. I think you did it. Das hast du echt klasse gemacht. Du kannst morgen wiederkommen. Was zahlst du denn so die Stunde? Ich bezahle eine Eiscreme. Bei den Temperaturen willst du mich mit Eiscreme bezahlen. Das schmelzt du alles weg. Und deshalb esse ich den Becher lieber schnell auf. Meine letzte Station führt mich in das wunderschöne Küstenstädtchen Akko. Obwohl hier genauso viele Juden wie Muslime leben, wirkt die Altstadt eher arabisch. Du bist Uri Buri. Ja, von Geburt. Das von Geburt. Das erkennt man nicht doch von Gebart, von Geburt. Genau, du hast ja einen Wahnsinnsbart. Ja. Und du bist weltberühmt für den besten Fisch hier im Norden von Israel. Im Mittelosten, bitte. Überhaupt. Schlechthin. Aber weißt du was? Nein. Das würde ich gerne herausfinden. Ja. Darf ich mal in deine Küche? Ja, mit Freude. Uri spricht so gut Deutsch, weil seine Tante ihm früher immer deutsche Kinderbücher vorgelesen hat. Oder waren es vielleicht doch Kochbücher? Uri, was machen wir zuerst? Erstmal machen wir die Shrimps. Uri, der ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Weihnachtsmann hat, möchte mir sein Lieblingsgericht zeigen. Jetzt guckt euch mal die Soße an, da haut der da Butter rein, ich werd wahnsinnig. Der Uri gefällt mir und sein Bart auch. Wenn du da mit dem Gas arbeitest, hast du dir da noch nicht den Bart verbrannt? Ja, von Mal zu Mal. Ja, mach ruhig alles drauf, das ist für uns hier. Und wir dürfen das jetzt auch noch essen, dann brauchen wir jetzt dazu einen Kenner. Rock and Roll! Yeah. Rock'n'Roll sind auch die Butterschrimps auf schwarzen Nudeln. Ja. Ess du bitte weiter die Nudeln, ich esse die Schrimps. Ah, das ist fair. Das schmeckt ausgezeichnet. Das ist fair. Ich esse die Nudeln und du isst die Schrimps. Ja, nimm schon ein bisschen ab, weißt du? Ja. Du bist echt ein Funskerl und mit dir zu kochen hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Zap, zarab, in 2 Minuten fertig. Das Gericht schmeckt ausgezeichnet und das esse ich jetzt in Ruhe aus. Feierabend. Zumindest für mich. Schön war's in Israel.